Was bisher geschah? Der Protagonist Present kam in der Hafenstadt Tempera City an. Von da aus ging es mit der Magnetbahn direkt in den zweiten Bereich der Stadt, um die Arena herauszufordern. Doch zuvor kam Serena an, um ein weiteres Mal gegen den Protagonisten in einem Doppelkampf anzutreten. Auch in diesem Kampf war der Trottel nicht von Verlusten verschont. Da gute Dinge ja bekanntlich drei sind, starben mit Tali, Gaius und Kusha auch direkt drei seiner Teammitglieder. Was vielleicht nicht passiert wäre, wenn der Trottel auch 6 Pokémon mitgenommen hätte. Aber nein, wieso auch mit 6 Pokémon kämpfen, wenn man mit 5 Pokémon kämpfen kann, ne? Kann er sich ein weiteres Mal aufraffen und die vierte Arena bezwingen? Finden wir es heraus. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part der Pokémon Neo X Randomizer Nuzlocke. Ja, der letzte Part war interessant. Wir haben mal wieder 3 Pokémon verloren, wieder gegen Serena, wieder im Doppelkampf. Und ich musste mein Team komplett neu aufstellen, so ziemlich. Ich hatte letztes Mal auch nur 5 Pokémon dabei, ich weiß, das war auch ein Fehler von mir. Und ja, wir haben jetzt hier ein bisschen das Team verändert, also ich habe es ein bisschen verändert, denn wir haben jetzt als nächstes die Arena vor uns und das ist eine Pflanzenarena und ich habe so gesehen ein Counter-Team gegen die Pflanzenarena gebaut, also ich habe hier 3 Flug-Pokémon und dann auch Tentantel, also ja, das Team wird nicht so bleiben, ganz klar, weil mit 3 Flug-Pokémon weiterzuziehen ist jetzt vielleicht nicht das Schlauste, aber ich denke mal, für die Arena ist es das Beste, was ich hier tun kann und das werde ich jetzt hier auch machen. Ich werde die Arena machen und ein wenig was ansprechen. Denn der letzte Part war ja etwas turbulent. Ich konnte das Thema nicht ganz zu Ende führen. Ich wollte ein bisschen mehr auch noch ansprechen und es gab ja noch was ganz anderes, was ich hier ansprechen möchte. Denn, Leute, wir haben mal über etwas zu reden. Ne? Also, das war nicht gut. Denn im letzten Part war ja der liebe Pokebazi dabei. So, und Moment, ich muss mich ganz kurz hier vorbereiten für den Kampf. Ich glaube, der Lead mit Vivillon sollte, glaube ich, passen. Ja, und ich glaube, dann kann ich so weitergehen. Ja, auf jeden Fall war der Bazi dabei. So. Und manche Kommentare waren ganz und gar nicht okay. Das war wirklich teilweise kindisch und unter aller Sau, wenn ich das mal so sagen darf. Also, was heißt, ob ich so sagen darf? Ich sag das einfach so, weil manche Aussagen, da denke ich mir, Leute, auf welchem Kanal seid ihr hier? So, ich versuche ja immer, dass meine Kommentarkultur doch relativ gut ist, so dass man sich respektiert, dass wenn irgendjemand mal ausfällig wird, lösche ich die Person nicht oder lösche ich den Kommentar nicht oder blockiere die, sondern sage, hey, das ist nicht cool und du sollst vielleicht mal darüber nachdenken, wie du dich hier gerade verhältst und was weiß ich nicht was. Also dieses typische, also fast schon wie ein Lehrer, ne? Da bin ich halt so, da kommt der Lehrer aus mir heraus, ich weiß. So, die Kommentare, also auf diese bin ich jetzt nicht beim letzten Mal eingegangen, denn ich möchte das einfach mal jetzt hier in diesem Video klären. So, denn es gibt Leute, die Bazi nicht mögen. Das ist okay. Niemand muss jede Person mögen. Und niemand muss den Content mögen, den diese Person macht. Trotzdem hat niemand das Recht dazu, Bazi anzugehen in den Kommentaren oder irgendwie zu sagen, ja, er ist charakterlich schwach und was weiß ich nicht was oder diese Bazille will ich mir nicht anhören, ich skippe durch das Video durch. Da denke ich mir, hallo? Was ist denn los? Also jetzt mal wirklich, das ist so eine Aussage. Wie bitte? Ich glaube, ich höre nicht richtig. So, denn die Sache ist ja, gut, ihr müsst euch das Video auch nicht anschauen. Wenn es wirklich so schlimm ist, dass ihr diese Stimme hört, dann müsst ihr es nicht machen. Kein Problem. Ich zwinge euch nicht dazu, jeden Part zu schauen. Kein Problem. Selbst das finde ich ein bisschen übertrieben. Nur weil man eine Person nicht mag, dass man deswegen das Video nicht schaut. Aber wenn man wirklich jetzt die Stimme zum Beispiel nicht abkann, es gibt Leute, die meine Stimme nicht abkönnen und kein Video von mir sich anhören können. Und das müssen sie auch nicht. Also wirklich, das muss niemand. Mir muss da aber niemand in die Kommentare schreiben, yo, du hast voll die eklige Stimme, ich kann mir deine Videos nicht anschauen. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich meine Stimme verändern oder wie? Ja, haha. Nee, deswegen bringt mir nicht wirklich viel. Vor allem ist das dann aber auch was. Bazi ist auf einem anderen Kanal und dann muss man sowas nicht schreiben. Und das habe ich auch ab und zu, das ist wirklich ganz selten, aber das habe ich auch ab und zu mal bei FFAs, zum Beispiel, wenn der liebe Mindtube dabei ist. Manche schreiben dann, boah, die Stimme von Mindtube, ja, die kann ich nicht wirklich gut ab. So. Und, okay, vielleicht kannst du die Stimme nicht ab, aber was soll die Person jetzt machen? Nichts. Kann nichts dafür. Was heißt, sie kann nichts dafür? Also, Felix hat jetzt keine schreckliche Stimme, meiner Meinung nach. Also, ja. Aber aus der Perspektive von dieser Person, die da schreibt,
da schreibt man einfach gar nichts. Dann schaut man sich das Video nicht an, wenn es wirklich so schrecklich ist, und kommentiert das nicht, weil es auch verletzend ist, natürlich. Es ist verletzend. Ich meine, man hat irgendwie durch YouTube auch ein etwas dickeres Fell. Und ich beschwere mich bei sowas auch nicht wirklich groß. Mir ist es letztendlich egal, ich kann darüber hinwegsehen. Aber ich finde es sehr schlimm, wenn das bei anderen Leuten, die dabei sind, auf meinem Kanal gemacht wird, weil das einfach nicht geht. Das ist einfach kein gutes Verhalten. So. Deswegen, ich spreche das jetzt hier an. Es gibt auch nur wirklich ein paar Leute, es waren jetzt vielleicht 5-6 Leute, aber es ist ja trotzdem genug, um das mal anzusprechen. Also bitte Leute, fühlt euch jetzt nicht alle angesprochen oder versucht euch irgendwie zu rechtfertigen. Manche haben ja auch nur einen Scherz gemacht oder so. Also da hat man die Ironie ganz klar erkannt, weil das so ein bisschen parodierend auf die anderen Kommentare war. Aber trotzdem, müsst ein bisschen auch mal nachdenken, bevor ihr was schreibt. Und solche Kommentare gehen nicht, wie ich es jetzt gerade eben angesprochen habe, mit dem, ich muss das Video durchskippen, weil ich mir diesen Typen nicht anhören kann oder so, nach dem Motto. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich an diesem Tentunnel vorbeikomme, weil das Ding echt gefährlich ist. Kann ich auf einen Burn hoffen oder wie? Keine Ahnung. Also so viel eigentlich so ziemlich dazu. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese Menschen, die jetzt sowas geschrieben haben, auch sich dafür entschuldigen. Entweder bei Barzi persönlich oder in den Kommentaren. Oder einfach sagen, okay, stimmt, du hast recht. Das war nicht richtig von mir. Und Finale auch, bitte, 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 du tankst den Tauburger, Martin. Okay, gut. Also, ich würde das schon erwarten, dass man dann sagt, yo, du hast recht. Oder immerhin nochmal was dazu schreiben, weil das war nicht okay. Also, manche Aussagen waren nicht okay. Und deswegen vielleicht auch nochmal über den Kommentar, den man vielleicht beim letzten Mal drunter geschrieben hat, rüberlesen und schauen, wäre das okay, wenn jemand das zu mir so indirekt schreibt? Weil Barzi ist niemand, der sich jetzt total von jeglicher Kritik verschränkt. Das heißt, ihr könnt auch gerne, ich habe das jetzt nicht mit ihm abgesprochen, also ich hoffe mal, dass er für ihn das okay ist, wenn ich das jetzt sage, aber ihr könnt auch ganz sicher auf seinen TS kommen. Der hat ja einen eigenen Teamspeak. Und wenn er da ist, könnt ihr einfach mal die Konversation suchen und sagen, hey, das gefällt mir nicht, was du gemacht hast aus dem und dem Grund, und die Kritik ganz offen äußern, und dann kann er sich dazu direkt äußern und nicht irgendwie indirekt, dass ihr einen Kommentar über ihn schreibt, und es ist ja mehr oder minder schon fast lästern, so. Und Leute, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen hier zu sehr gerantet, es waren auch wirklich nur ein paar Menschen, aber ich möchte das auch für die Zukunft haben, dass sowas nicht passiert. Und ich bin ja, also ich bin stolz auf meine Community, dass, ich bin stolz auf meine Community, ich mag diesen Satz eigentlich nicht, jetzt habe ich den selber verwendet, aber, also, die Zuschauer, zum Großteil sind viele sehr, sind richtig rangegangen. Ich habe auch einen sehr guten Kommentar gelesen unter dem letzten Video, welcher auch von mir dann angepinnt wurde, weil das wirklich ein guter Kommentar war, der das für mich gut zusammengefasst hat, das könnt ihr euch auch gerne mal durchlesen. Und deswegen werde ich jetzt hoffentlich auch mal so langsam von dem Thema wegkommen, und bitte fühlt euch jetzt nicht alle angesprochen, weil das passiert ganz schnell, dass jeder sich angesprochen fühlt, und ich meine damit, wie gesagt, nur diese paar schwarzen Schafe, die hoffentlich ihren Fehler einsehen und auch sehen, ja, nee, das war vielleicht gar nicht mal so cool, was ich da gemacht habe. Ihr dürft aber, also wenn ihr was gegen Barzi habt, dann ist das halt so, oder wenn ihr ihn nicht sympathisch findet. Gut, das Thema ist jetzt abgeschlossen, damit werde ich jetzt nicht mehr drüber reden, und wir gehen weiter. Und zwar hatten wir im letzten Part ja auch das Thema Spenden und so weiter, und das ist auch ein Thema, was mich ja aktuell so ein bisschen beschäftigt, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr auf Twitch gestreamt, wieder, die Lust gefunden. Eigentlich habe ich oft Lust zu streamen, aber ich habe ja nicht die Zeit. Das muss ich auch mal erklären, wieso streame ich so selten auf Twitch? Das wissen ein paar Leute, vor allem diejenigen, die, ab und zu mal bei mir auf dem Twitch-Kanal sind, wenn ich dann mal streame. Aber für Leute, die es nicht wissen, bei mir ist es so, dass ich meistens, wenn ich aufnehme, zu Zeiten aufnehme, zu denen ja auch nicht oft welche da sind. Also das habe ich ja auch im letzten Part erklärt mit Barzi, dass der ja auch meistens nur dann kann, wenn ich nicht kann, und andersherum genauso. Denn ich kann meistens nicht abends aufnehmen oder so, weil ich halt kleine Geschwister habe. Und wenn die dann zu Hause sind, dann sind sie doch ein bisschen lauter, und ja, nee, das funktioniert nicht. So, das ist halt ähnlich bei den Streams. Ich habe es am liebsten, wenn ich aufnehme oder wenn ich streame, dass ich größtenteils alleine am liebsten zu Hause bin, weil dann habe ich auch wirklich diese Ruhe. Und dadurch, dass ich eben noch nicht ausgezogen bin, was vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr passiert, wird das halt auch weiterhin so gehandhabt von mir. Und aus diesem Grund nehme ich halt meistens auch eben vormittags, mittags, vielleicht manchmal auch morgens und ja, meistens auch vielleicht nachmittags so bis 3, maximal 4 auf. Und ähnlich würde sich das mit den Streams verhalten und verhält sich auch. Und
damals habe ich halt immer gedacht, ja gut, so jetzt um 12 Uhr streamen ist jetzt wahrscheinlich nicht das Schlauste, weil da die meisten in der Schule sind. Jetzt habe ich letzte Woche gestreamt, war das letzte Woche? Ja, ich glaube schon. Da habe ich ja angefangen, so ein paar Creative Streams zu machen. Denn ich habe ja in letzter Zeit mich damit auseinandergesetzt, mehr mit dem Grafiktablet zu lernen und hoffentlich auch in nächster Zeit irgendwann mal da etwas versierter zu sein. Und da übe ich gerade sehr viel, indem ich solche TCG-Artworks abpause und ja, einfach versuche, erstmal das Ganze zu lernen in Stil. Das poste ich dann immer auf Twitter, das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal auf Twitter vorbeischauen. Und dann habe ich das auch mal in 2-3 Twitch-Streams gemacht und das habe ich dann auch so gegen 13, 14 Uhr gemacht und da waren doch einige da und ich dachte, okay, gut, wenn das doch so ist, kann man das halt mal machen, weil es lohnt sich halt nicht zu streamen, wenn niemand im Chat ist, weil wenn ich streame, dann möchte ich auch, dass der Chat halt irgendwie da ist, weil ohne Chat zu streamen ist eigentlich eine Aufnahme nur noch irgendwie komischer, weil das kommt ja nicht auf YouTube, das heißt, am Ende hast du gar keine Interaktion und das ist halt auch irgendwie komisch, also ja, deswegen am liebsten, also es müssen ja nicht ganz, ganz viele Leute sein, sondern es reicht einfach, wenn der Chat aktiv ist und das ist halt das Wichtigste und ich weiß gerade nur nicht, wie man hier weiterkommt. Muss man ganz nach links gehen. Ich habe doch keine Ahnung von diesen Rätseln. Ich bin super bad bei sowas. Vor allem, wenn ich über ein Thema rede. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, aber ich möchte gerne jetzt hier das Thema auch nicht unbedingt beenden. So, warte, was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ach, da geht's dann weiter, ne? Das heißt, es ist schon richtig, hier runterzugehen. Ja, nee, auf jeden Fall ist das eben noch so eine Sache, dass ich das also doch jetzt auch in nächster Zeit öfter machen kann. Aktuell habe ich das jetzt eigentlich angedacht, schon ein, zwei Mal vielleicht die Woche auch zu machen, also auch vor allem diese Creative Streams, vielleicht ab und zu mal auch Showdown oder Wi-Fi Bells oder was weiß ich nicht was, das wird dann eben auf YouTube und auf Twitter angekündigt, aber größtenteils jetzt Creative. Jetzt in letzter Zeit kam ich nicht so dazu, weil ich viel mit Timo aufgenommen habe, der zieht ja bald um und wir wollten halt Soling gut aufnehmen und dann, ja generell, ist es bei mir so, dass YouTube immer Priorität hat, egal was ist, weil ich an YouTube immer noch mehr Spaß habe und das wird auch sich nicht ändern, falls es irgendwann mal dazu kommt, dass ich eine Partnerschaft eingehe und vielleicht sogar, da bin ich mir ja immer noch unsicher, irgendwann Spenden annehme, weil selbst wenn sich das mehr rentiert, man sieht das ja, viele sind auf Twitch gewechselt, eben auch unter anderem aus diesem Grund, nicht bei jedem ist das der Hauptgrund, aber es gibt natürlich auch bei manche Leute, bei denen das der Hauptgrund ist. Und das ist deren Sache. So, ich würde das erst recht nicht machen. Aber selbst wenn Twitch sich mehr rentiert, ist mir das egal, weil ich habe mehr Spaß an YouTube und ich denke nicht, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Ich möchte trotzdem irgendwann ein bisschen mehr streamen, weil das auch eine coole Sache ist und auch mal eine schöne Abwechslung. Vor allem diese Creative Streams. Also das ist wirklich schön, weil so dazu Videos zu machen, ja, du kannst keine Videos irgendwie machen, indem du in Photoshop bist und, keine Ahnung, irgendwie jetzt zum Beispiel was abpaust oder so oder generell an Grafiken arbeitest. Da redest du da ja mit dir selber. So, und dann musst du halt ständig dir irgendwie ein Thema raussuchen und darüber reden und dann sich noch irgendwie auf das Geschehen in Photoshop konzentrieren. Und das geht halt bei einem Chat, den man nebenbei hat, schon sehr, sehr gut. Also das ist schon natürlich besser. Deswegen so ein Content, den möchte ich auf jeden Fall, vor allem auf Twitch natürlich mehr machen, aber da wird wahrscheinlich auch ab und zu mal dann sowas wie Pokémon kommen. Ich habe ja auch ein paar Mario Odyssey Streams gemacht und so, das ist auch mal sehr cool. Und ja, also wenn ich vor allem irgendwann mal alleine leben sollte, beziehungsweise ausgezogen sein sollte, ob jetzt alleine oder nicht, ne, Hauptsache eben, dass man keine kleinen Geschwister hinten dran hat, dann könnt ihr euch doch auf ein paar mehr Streams gefasst machen, weil ja da auch immer wieder Leute fragen, ja, Stream, wieso streamst du denn nicht so oft oder könntest du mal öfter streamen oder finde ich halt ganz cool, wenn du ein paar mehr Streams machen würdest und so weiter und so fort. Solche Kommentare habe ich schon ab und zu mal gelesen und um darauf nochmal einzugehen, ja, das war so der Grund und ja, so viel zu dem Thema. Ich glaube also, Spenden habe ich ja im letzten Part schon ganz gut angesprochen, außer eben, da gibt es halt nicht mehr viel zu sagen, also das ist eben ein Thema, wo ich mir immer noch unsicher bin, wo ich auch ein bisschen euren Input dazu schon gelesen habe in den Kommentaren aus dem letzten Part. Einige meinten halt, ja, es ist halt immer noch, so wie ihr es gesagt habt, man kann einen unterstützen, wenn man möchte und wenn nicht, dann halt nicht. Und das stimmt auch, also ich muss mir da noch ein paar Gedanken machen. Ja, ich weiß nicht, also für mich wäre es halt wirklich vor allem wegen diesem PC, wegen dieser PC-Sache. Ich lebe ja nicht alleine, beziehungsweise muss ja jetzt keine Wohnung finanzieren, deswegen habe ich jetzt auch keine großen Kosten, also ja, ich überlege mir das auf jeden Fall noch. Und ihr könnt da auch gerne, falls ihr da noch irgendwie eine Meinung zu habt, gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch größtenteils
gehandelt und möchte das nicht nochmal wiederholen, wozu ich ja sehr gerne tendiere und wahrscheinlich in diesem Part auch viel zu oft mich wiederholt habe. Ich weiß, Leute, ich versuche mich da zu verbessern, aber ich bin ein Mensch, der sich gerne und oft doch mal wiederholen kann. Und das tut mir auch leid, aber kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch hat irgendwie so seine Ticks oder seine Macken und ich versuche mich natürlich in jeglicher Hinsicht bei Kritik zu verbessern, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und ja, so viel auch dazu. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir gleich den Arena-Leiter angehen werden, weil der hat ja Pokémon auf Level 46 und das ist doch etwas höher. Die Frage ist eben nur, was könnte er für Pokémon haben? Gibt es irgendein Pflanzen-Pokémon, was super, super gefährlich für das Team ist? Weil Pflanze Elektro gibt es ja jetzt zum Beispiel nicht. Das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, wobei wir dafür Tentantel hätten. Pflanze Feuer gibt es ja auch nicht. Das wäre auch vielleicht noch gefährlich. Also muss ja irgendwas mit Pflanze sein, ne? Ja, Pflanze Gestein. Davon gibt es halt sowas wie Vilje. Das sollte aber okay sein. Kokowai. Ja, Kokowai ist auch ein gefährliches Pokémon. Alola Kokowai wäre super gefährlich. Aber das passt ja. So, woran gehe ich jetzt überhaupt? Ich könnte in Caliruna gehen. Ich könnte auch einfach in Lucius gehen. Stimmt, vierfach Käferschwäche. Das ist wahrscheinlich das Schlauste. Generell muss ich sagen, ich habe wirklich echt dieses Counter-Team jetzt gegen Pflanzen-Pokémon. Das Team wird sich komplett ändern nach dem nächsten Part wahrscheinlich. Oder ja, vielleicht nicht komplett, aber schon ein bisschen. Also da werde ich ein paar Änderungen dran vornehmen, weil das geht halt nur in der Pflanzenarena gut. Und dann, wenn wir irgendwann mal wieder gegen Sena kämpfen, werden wir komplett zerstört, so ziemlich. Da muss ich einfach aufpassen. Aber sonst bin ich aktuell ganz zufrieden. Ja, wobei bin ich zufrieden mit dem Team. Es ist halt einfach sad, was im letzten Part passiert ist. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gut, dass ich jetzt hier dieses Counter-Team mehr oder minder gegen Pflanzen-Pokémon gebaut habe, weil ich möchte nicht, dass jetzt hier in diesem Part wieder ein großes Massaker passiert. Ich brauche wieder so eine kleine Pause. Ich muss ja wieder so eine kleine sichere Route fahren und ja, ein bisschen schlauer spielen. Ich habe im letzten Part ja nicht komplett dumm gespielt, aber es war ja dumm von mir, dass ich auch kein sechstes Pokémon dabei hatte und so, ja. Lief alles jetzt nicht so super im letzten Part. Hätte besser sein können. Oh, Falterreigen. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Da will ich dafür Lichtschild wegpacken. Oder Diebeskuss. Moment, Diebeskuss hat eine 65er Base hier. Also, ja, ich glaube, ich packe mal Lichtschild weg. Lichtschild kann hilfreich sein. Aber dadurch, dass Vivillon sowieso jetzt nicht so bulky ist, glaube ich, dass Falterreigen schon ein bisschen besser ist. Vor allem, weil Falterreigen ja auch die Spezialverteidigung boostet. Und dann kann ich ja immerhin ein bisschen mehr mit Vivillon machen. Natürlich würde Lichtschild mehr supporten, aber Vivillon ist halt nicht das Support-Mon. Das ist halt so die Sache. Dafür müsste es ein bisschen mehr Bulk haben, um jetzt gut supporten zu können. So, ich glaube, wir sollten aber jetzt kurz vorm, ja, vom Ende sein. Ja, genau. Wir sind jetzt hier direkt vor ihm, dem Typen hier, dem, keine Ahnung, wie heißt der? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie der heißt. Ich werde jetzt hier erstmal hochheilen. Wie viele Hypertränke habe ich noch? 20. Ja, ich hoffe mal, dass das reicht. Ich denke schon. Wenn nicht, wäre das jetzt hier komisch. So, und ich werde dann noch hier eine Sinelbeere einsetzen oder so. Ja, eine Sinelbeere auf Klaus und ich könnte auch nochmal eine Citrobeere auf, keine Ahnung, Vivillon raufpacken und auf, ja, packen wir es nochmal auf Aerodactyl, sage ich schon, auf Aeropteryx und dann nochmal vielleicht eine Sinelbeere auf Tauboga. Gut, womit leade ich denn? Vivillon könnte ein guter Lead sein. Hilfe. Sorry, da musste ich kurz husten. Das war ein komisches Husten, aber es war dieses, wenn du dich irgendwie, ja, in der Luft, also ich habe mich nicht an der Luft verschluckt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Die Frage ist, warum ich leade. Dazzle ist immer nice. Klaus könnte nice sein, wenn er mit Vilje leadet. Womit ich eigentlich rechnen könnte. Vilje hat er bestimmt in seinem Team. Militalis wäre dann auch nice. Aber ich glaube, hier Dazzle sollte schon okay sein. Ich hoffe es einfach mal. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier ohne, ach, er hat eine große Schere. Ich dachte gerade, was war das? ohne irgendwie eine Niederlage oder eine Niederlage wäre super dumm, aber irgendwie ohne Tod hier durchkommen, das wäre das Beste. Amaro, so hieß der, okay. Mit einer Schere, mit einer sehr großen Schere, interessant. Rotom und, oh, Doppelkampf, ich habe noch nicht mal mehr darüber nachgedacht, dass wir irgendwann wieder einen Doppelkampf haben können. Rotom, stimmt, es gibt ja Pflanze Elektro. Rotom, Cut. Oh, das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ah, das ist richtig gefährlich. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Dagegen haben wir jetzt ein großes Problem. Das ist halt, ich habe keinen Switch-In dafür. Das ist problematisch. Ich muss eigentlich jetzt darüber nachdenken, vielleicht sowas zu opfern. Also etwas reinzuwerfen, was
bei dem es nicht so schlimm wäre, wenn es stirbt. Was super dumm ist, ich weiß. Könnte ich Rotom... Nee, ich weiß nicht, was ich jetzt hier tun soll. Das ist auf jeden Fall kein guter Start. So, da gab es einen kurzen Schnitt und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich tun soll. Ich könnte möglicherweise darüber nachdenken, hier so ein X-Item einzusetzen, aber ich habe kein X-Spezial, ne? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Verteidigung. Ah, das ist so richtig... Also X-Spezial-Verteidigungsding. Okay. Ich denke, dass ich jetzt hier rausgehe in Caliruna. Auch wenn das fies ist. Und hoffe, dass... Moment, was für eine Spezialverteidigung hat er denn? Gucken wir uns erstmal die Spezialverteidigungswerte an. Lasst uns das taktisch angehen. 67. Moment, 67, ja. Ja, Hilfe, so, das ist der Pfeil. 136, ja. 83, okay. 60. 78. 79. Militalis könnte einen Hit überleben. Problem ist, wenn er dabei targetet wird. Das weiß ich eben nicht. Ich hoffe ja auch irgendwie, dass jetzt hier ein Blättersturm kommt. Das heißt, ich gehe in Caliruna und hoffe einfach das Beste. Ja, es tut mir leid, wenn irgendwas passiert, aber ich glaube, das mache ich so. Und kann ich irgendwie einen Double Switch machen? Nee, ich gehe einfach auf eine Metallklaue. Was Schlaues habe ich jetzt hier nicht. Und hoffe einfach das Beste. Ach, das ist so blöd. Das ist richtig blöd. Aber ich muss halt... Oh, Wangenrubler. Okay, das ist gut. Weil ich muss halt auch irgendwie so überlegen, weil Caliruna ist in der Arena nicht das Stärkste und generell Dodri. Ja, weiß ich nicht. Oh, Drachentanz. Ist das Pflanze Drache, Leute? Sagt mir nicht, dass das der Fall ist. Okay. Wir sind auf jeden Fall in einer etwas besseren Situation. Wir könnten jetzt hier auf Doppelschlag gegen Tropius gehen. Oder, nee, ich gehe auf Doppelschlag gegen Rotom. Und weiter auf Metallklaue. Mir gefällt die Tatsache nur nicht, dass er sich gerade boostet. Okay, da kommt ein Voidwechsel. Das sollte ich aber tanken. Wangenrubler hat nicht so viel Schaden gemacht. So viel zu dem Thema. Es tut mir leid, Caliruna, aber ich glaube, es gab keine andere Option. Irgendwas musste geopfert werden, habe ich das Gefühl. Ich hätte mir die Thales gehen können, aber das wäre auch nicht gut verlaufen, weil Tropius sich hier Drachen tanzt. Wie sonst was? Leute. Das Ding wird mir langsam gefährlich. Also ein bisschen sehr gefährlich. Ich gehe jetzt hier wieder in Dazzle, weil jetzt ist Rotom raus. Und muss jetzt hier Folgendes machen. Ich muss auf eine Akrobatik gehen. Ich habe versehentlich ein Item raufgepackt. Naja, dann ist Felsgrab wahrscheinlich schlauer. Dann packe ich Felsgrab rauf. Und Metallklaue gegen Tropius. Wir machen hier ein Double. Okay, er ist greedy. Ja, nice. Okay, dann soll das hoffentlich killen. Solange Felsgrab trifft. Bitte triff, bitte triff, bitte triff. Felsgrab kommt, es trifft. Reicht das mit der Metallklaue? Okay, es reicht auch so. Oh, Leute. Mein Herz. +3, +3. In beiden Werten, also Init und Angriff. Erdbeben, okay, das ist okay. Damit kann ich leben. Dieses Rotom ist echt ein großes Problem, nur gerade. Bitte komm nicht nochmal rein, Rotom. Bitte nicht. Bitte, tu es mir nicht an. Das wäre problematisch. Aber beim nächsten Mal gehe ich wahrscheinlich dann in Meditalis und hoffe das Beste. Da kommt eine Kapaloris. Okay, das ist nicht gerade besser. Niesel, okay. Das Problem ist, dass Klaus zwar super viel tankt, aber er macht keinen Schaden. Das ist mein größtes Problem gerade. So, ich gehe jetzt raus in... Wohin kann ich wechseln? Das ist eine sehr gute Frage. Weil er Niesel rausgeholt hat. Ich muss, glaube ich, einfach auf Akrobatik gehen. Aber es macht jetzt weniger Schaden, weil ich kein Item habe. Das ist so dumm. Das war so dumm von mir. Darüber habe ich nicht nachgedacht, oder? Ich habe ein Item drauf, ja. Ich habe die Zitrobeere raufgepackt, wegen Schwächling. Okay. Überlegen wir kurz. Was ist, wenn ich in Lucius gehe, der eine gute Spezialverteidigung hat, mit 100... Nee, nicht 100. 22 mit 79. Wäre das eine Option? Wäre, glaube ich, eine Option. Ja, ich glaube schon. Wobei, Martin hat mehr KP und eine bessere Spezialverteidigung ist. Also ist Martin schlauer. Und dann gehen wir jetzt hier auf eine Blattgeist und hoffen einfach, dass wir treffen. Weil das macht den größtmöglichen Schaden dadurch, dass es neutral effektiv auf Kapaloris ist. Denn dieses Kapaloris ist aktuell super gefährlich. Grasfeld. Oh. Okay, wobei das macht mehr Schaden jetzt. Weil wir auf dem Boden... Oh, Ekelsamen. Okay, das ist nice. Damit kann ich leben. Weil wir auf dem Boden sind, wir haben hier die Pflanzenstärke und ja, also die Pflanzenstärke wird erhöht. Und das ist ein totes Kapaloris. Das ist super, super nice. Problem ist mir jetzt, oder ein Dorn im Auge ist mir jetzt immer noch dieses Rotom. Das ist mir ein großer Dorn im Auge. Kehrtwende für Dazzle, das ist nice. Wobei wir es sowieso als DM hätten. Ja, Antikkraft oder Felsgrab.
Ja, ich glaube, dass Fels gerade besser ist, weil sie nicht senken kann. Natürlich sind die Boosts nice, aber dafür müssen sie erstmal kommen. Ja, ich glaube, ich packe Antikraft weg. Okay, Leute. Das größte Problem ist dieses Rotom. Das könnte mir jetzt noch einen kleinen, aber feinen Strich durch die Rechnung machen. Das ist das, was mich gerade noch so ein bisschen, ja, zögern lässt bei dem Ganzen. Er hat die Überreste drauf anscheinend. Ja, Überreste plus Grasfeld. Ich habe hier auch mein Grasfeld. Ich habe auch die Überreste. Ich dachte, ich hätte sie offscreen geholt, aber anscheinend habe ich sie nicht geholt, weil ich wollte, ich war extra auf der Route 12, um mir das Item zu holen. Aber ich habe es anscheinend vergessen. Ich bin super blöd. Okay. Das ist jetzt eine Möglichkeit, um vielleicht mal einen Schlachtplan mir zu überlegen für dieses Rotom. Was kann ich machen, um dieses Rotom zu handeln? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich könnte Loni rauswechseln, weil Loni auf jeden Fall besser gegen Rotom darstellt, besteht. Problem daran wiederum ist, dass Rotom, dass Loni zu viel Schaden bekommt von der Pflanzenattacke im Grasfeld. Lucius wäre ebenfalls eine Option, weil ich glaube, der könnte halt Steinhagel haben. Dafür habe ich ein bisschen Angst, dass Chevrom Steinhagel hat. Das wäre meine einzige Angst. Wenn er das hat, hätte ich ein Problem. Was haben wir gesehen? Grasfeld, Erdbeben, Steinhagel wäre nicht so... So, ja, ungedöns, ne? Wie heißt das Wort? Keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Egal. Also es wäre nicht unpassend. Das ist auch nicht das Wort, was ich suche, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das meine ich damit. Unvorstellbar, das war das. Okay. Aber ich muss mich auf dieses Rotom vorbereiten und ich glaube, mein schlauster Play ist es. Ich glaube, mein schlauster Play ist es, erstmal zu scouten. Ich werde mal auf Stahlflügel gehen, gegen Megani und scoute erstmal. Wobei, dann lieber doch gegen Chevrom. Falls er irgendwie sich boostet mit keine Ahnung was für einer Attacke. Und dann gehe ich auf eine Metallklaue gegen Megane. Und wir schauen erstmal. Wir schauen mal, was dieses Chevrom einsetzen möchte. Weil ein Steinhagel sollte Tauboga tanken. Body Slam, ja, gegen Klaus, super. Kannst du gerne machen. Hätte ich sogar auf Schutzstacheln gehen können, das wäre auch nice gewesen. Ja, Eisenstachelschaden nochmal. So, wir sehen jetzt hier Erdbeben wieder. Okay. Das zeigt mir, glaube ich, dass er keinen Steinhagel hat. Ich werde jetzt hier erstmal die Möglichkeit nutzen, um meinen Klaus hier aufzuheilen. Oh, wir sehen hier auch einen Beulenhelm drauf. Klaus hier aufzuheilen und Martin rauszuwechseln, glaube ich, in Vivillon. Ja, ich glaube, das sollte okay sein. Ich hoffe es, aber ich denke schon. Ich denke schon. Das heißt, wir werden jetzt hier Folgendes machen. Ich werde rauswechseln. Dann sind vor allem die Egelsamen weg, was ganz nice ist. Und ja, Klaus aufheilen und dann mit Vivillon wahrscheinlich Fighter-Rank-Setup betreiben. Weil ich muss irgendwie es schaffen, mit diesem Rotom klarzukommen, ohne dass ein weiteres Pokémon stirbt. Ohne dass ich noch was opfern muss. Das ist, ja, das ist nämlich ein kleines, aber feines Problem. Wir gehen jetzt hier auf eine Heilung, Hypertrank auf Klaus. Ich wechsle raus, wie gesagt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Hat er Steinhagel? Hat er es nur geblufft? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Er wechselt raus. Oh, das ist nicht gut. Bitte kein Rotom, bitte kein Rotom, bitte kein Rotom. Da ist Rotom. Jetzt ist die Frage, was schlauer ist. Schutzschild? Ja, nicht Schutzschild. Falterreigen oder Käfergebrumm? Ja, Protzer ist auch nicht cool. Reicht Käfergebrumm aus ab der Range? Wenn es ausreicht, wäre Käfergebrumm das Schlauste. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht ausreicht. Und dann wäre Falterreigen schlauer, weil wir unsere Spezialverteidigung boosten. Also was tue ich jetzt hier? Er könnte aber auch auf Wangrubbler gehen. Ah, oh, das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich gehe auf Falterreigen, weil wenn Käfergebrumm nicht ausreicht und er auf Voltwechsel geht, dann killt das wahrscheinlich. Also muss ich auf Falterreigen gehen. Und dann auf eine Metallklaue. Nee, doch. Nein. Was setze ich dann hier ein? Blattgeister wahrscheinlich gegen Rotom. Oder Metallklau gegen Chevrom. Chevrom sollte handelbar sein, solange er keinen Steinhagel hat. Ich hoffe es einfach. Ich weiß, er hat jetzt einen Protzer drin, aber ich hoffe das Beste. So, er geht jetzt hier auf Wangrubbler. Okay, dann hätte ich auf Käfergebrumm gehen können. Aber das gehe ich jetzt hier tatsächlich ein. Er geht auf Erdbeben. Das ist okay, kein Steinhagel. Das ist wichtig. Klaus sollte das Ganze immer noch okay tanken. Blattgeiste kommt. Sie trifft und macht... Ja, nice Schaden. Das ist nice. Das ist gut. So. Weiter im Text. Ich gehe jetzt hier auf Käfergebrumm. Moment. Ist meine. Ach, Wangrubbler hat gar nicht gepaart. Das ist super nice. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass Wang. Also, ich habe gar nicht gesehen, dass Wangrubbler nicht gepaart hat. Das heißt, ich kann jetzt auf Käfergebrumm gehen, dieses Rotom aus dem Spiel nehmen und dann Chevrom besiegen. Und dann sollte alles gut sein. Dann sollte alles passen. Wir sind bei +1. Wir sollten
hier jetzt gewinnen, außer er kommt jetzt doch mit einem Steinhagel. Bitte komm jetzt hier nicht mit einem Steinhagel. Erdbeben, okay. Wir können jetzt hier, glaube ich, davon ausgehen, dass er keinen Steinhagel hat. Ich weiß auch gar nicht zu 100%, ob Chevrum das überhaupt erlernen kann, aber in dem Hack muss ich davon ausgehen, dass es das aus irgendeinem Grund kann. Also, ja, will ich einfach mal so tun, als würde es das 100%ig haben. Denn lieber davon ausgehen, als am Ende sagen, ach, das hat es bestimmt nicht und das kann es gar nicht und am Ende hat er es. Also ja, da kommt noch Meganie rein, aber das müsste ja das letzte Pokémon sein. Das heißt, dass das... Oh, er hat noch ein Pokémon, aber okay. Ich glaube, das sollte noch okay sein. Ich gehe jetzt hier auf Käfergebrumm gegen Chevrum und auf die Metallklaue gegen Meganie. Käfergebrumm kommt, Chevrum sollte One-Hit-KO'd werden, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ja, plus 1, easy. Und dann nochmal eine Metallklaue gegen Meganie, die jetzt nicht super viel Schaden macht, aber sie macht Schaden. Das ist das Wichtigste. Bald kann das Ding ja auch sogar Eisenschädel erlernen. Wenn ich Kassadur nicht weiterentwickelt hätte... Oh, Body Slam! Crit! Was? Das ist, wenn man sich zu früh freut und dann so ein Hex kommt und einen wieder auf den Boden der Tatsachen bringt. Ich hasse mein Leben. Das ist so... Ja, ich sollte nicht immer sagen, ich hasse mein Leben, aber ich hasse dieses Spiel. Das ist richtig blöd. Ach, Leute. Vivillon war richtig, richtig cool. Und jetzt passiert sowas. So ein richtig dummer Ton. Body Slam hätte niemals gereicht. Zu 100% nicht. In keiner Welt. So, Orkan trifft jetzt immerhin zu 100% wegen Niesel. Aber Leute, bitte. Hypertrank, ja, setz doch den Hypertrank ein. Das ist so... Jetzt bin ich richtig salty. Jetzt bin ich richtig salty, weil ich dachte, okay, gut, das sollten wir jetzt zu Ende gespielt haben. Ja, sogar eine Mega-Entwicklung. Nice. Aber ich glaube, wir sollten ihn killen können. Mit dem Orkan. Ach, Leute. Sowas von dumm. So ein dummer Tod. Richtig, richtig blöd. Nee, das geht nicht. Matschbaum bekommt. Wie viel Schaden macht das? Bitte keine Vergiftung. Ach, natürlich kommt eine Vergiftung. Wieso auch nicht? Na, immerhin kommt jetzt hier die Sinelbeere. Wow. Hab jetzt hier die Sinelbeere drauf. Nice. So dumm. Ja, ein Angriffsboost. Ich bin jetzt gerade richtig, richtig salty. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht noch mehr verliere durch diesen Salt. Der ist nämlich gerade ein bisschen zu krass. Okay, was mache ich jetzt hier? Ich will am liebsten ausnutzen, dass ich hier einen Orkan habe. Im Niesel. Problem ist jetzt hier wiederum, dass ich meinen Marten aufheilen müsste. Eigentlich müsste ich auch Klaus aufheilen, wobei Klaus jeden Hit von Meganie tanken soll. Also werde ich jetzt hier Folgendes machen. Ich werde auf Orkan gehen, gegen Visaflor und auf einen Hypertrank, um Dingens aufzuheilen. Martin und Klaus sollte jeden Hit überleben. So ein dummer Tod. So ein richtig, richtig dummer Tod. Okay, egal. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nichts dran ändern. Es ist passiert. Aber... ich weiß, man sollte sich nicht zu früh freuen. Ich weiß, irgendwo war das auch... War das... Das war trotzdem nicht gerechtfertigt. Was? War es trotzdem nicht? Egal, was das war nicht gerechtfertigt. War es einfach nicht. So, ich gehe jetzt hier auf, keine Ahnung, ich wechsle lieber raus, weil falls er nochmal mit Body Slam mich crittet und ich gehe hier in Dazzle rein, dann gehe ich jetzt hier auf eine Metallklaue, ich bin bei plus 1, vielleicht killt das ja mit einem Crit, keine Ahnung, ich hätte ja auch mal einen Crit verdient, nachdem einfach so ein Body Slam Crit in dieser Situation kommt. Reflektor kommt jetzt hier noch, das ist mir jetzt sowieso egal, wieso hat er nicht vorhin einen Reflektor eingesetzt? In der Runde, wo er Body Slam eingesetzt hat, das wäre gut gewesen. Metallklaue reicht nicht, das heißt, ich muss jetzt nochmal einen Hit raushauen. Akrobatik, go! Und nochmal die Heilung und damit würde ich jetzt schon mal sagen, Leute, das war ein langer Part. Das war ein Part, in dem ich über viel geredet habe. Ich hoffe, die Leute, die eben sich da so ein bisschen negativ verhalten haben, ja, können da meine Kritik annehmen und vielleicht mal darüber nachdenken, was da falsch gelaufen ist und ja, einfach mal vielleicht auch drüber nachdenken, ob man da sich nicht vielleicht auch dafür entschuldigen könnte. Denn, ja, das war eben kein gutes Verhalten, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, auch objektiv gesehen gibt es da keine zwei Seiten, so. Denke ich zumindest. Also, ja, egal. Auf jeden Fall, das habe ich ja schon angesprochen. Deswegen wäre ganz gut, wenn ihr vielleicht dazu noch was schreibt. Und jetzt auch vor allem die Leute, die das im letzten Part oder unter dem letzten Part geschrieben haben. Und natürlich, ja, trotzdem, wir hatten auch... Jetzt ein spannender Arena-Leiter-Fight mit zwei Toten. Nice. So viel zu dem Thema.
Und ja, ich bin einfach traurig. Also Vivillon hätte ich halt gerne weiter inbehalten. Bei Dodri... Ja, Dodri wäre auch schon nice gewesen, sobald es Borschnabel erlernt. Das braucht ja auch nicht mehr so lange, aber... Es ist einfach total dumm, dass wir überhaupt Pokémon verloren haben. So, es ist halt dumm. Naja, egal. Wie immer, Bewertungen und Kommentare sehr gern gesehen. Ich hoffe, euch hat der Part unterhalten. Ich hatte trotzdem ein wenig Spaß dabei. Trotz jetzt hier meines Salt-Gehalts, welcher gerade doch relativ weit nach oben gestiegen ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann schauen wir mal, wie wir uns dann, wo auch immer, ich weiß gar nicht, wo es überhaupt weitergeht. Ich glaube, bei der Wüste da, ist das jetzt dieses Wüstengedöns da, könnte sein, wie wir uns da schlagen werden. Bis zum nächsten Mal und ciao!